The Flying Dragon, der fliegende Drache. Dieser Qi-Flow ist für Yoga-Fortgeschrittene. Und ich habe ihn hier in zwei Varianten fortgeführt. Auf der linken Seite, wirst du sehen, habe ich noch eine kleine Vashistasana zugeführt. Du führst im Ausatmen das linke Bein nach hinten, drehst dich nach rechts und machst einen großen Arm-Circle. Drehst dich zur anderen Seite, machst einen weiteren großen Arm-Circle. Nochmal einen Arm-Circle, komm hoch und du landest gedreht auf der anderen Seite. Noch einmal geschlossene Drehung nach links und Arm absetzen. Einen großen Arm-Circle, offene Drehung und tief und dann den Arm-Circle weiter, hoch und über Krieger 2 wieder nach vorne in den Sprinter. Das Bein nach oben, den dreibeinigen Hund und den Fuß abgesetzt. Nun roll dein Steißbein an, komm mit rundem Hoch, Rücken hoch, Phönix aus der Asche und füge die Ellbogen nach hinten in den Drachenflügel, dann einmal nach vorne, schwupp, 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 in den Standspagat und wieder einatmend hoch und dann Hände abgesetzt. Das Bein wieder hinten oben hoch, dreibeiniger Hund und den Fuß vor, Belly of the Dragon, Bauchnabel hoch zum Himmel. Einmal abgesetzt, das Beinchen wieder hoch und diesmal nach vorne vor, wieder hoch. Standwaage und abgesetzt. Wir wechseln die Seiten. Bein nach hinten oben und landen tief. Geschlossene Drehung und Armcircle beenden. Offene Drehung und Armcircle hier. Der Arm dreht weiter und dann fliegst du um die Welt, so heißt das, zurück in den Sprinter auf der anderen Seite. Mit rechts hoch in den dreibeinigen Hund und den Fuß wieder abgesetzt. Mit rundem Rücken roll dich auf, Drachenflügel fließen nach unten. Atme ein und jetzt auf den Fuß vor, Standspagat, so weit wie es geht. Fuß wieder abgesetzt, hoch, Krieger 1 und Hände abgesetzt. Bein nach hinten oben hoch, unter dem Körper schräg durch, Belly of the Dragon, Bauchnabel hoch zum Himmel, könnte hier noch ein bisschen mehr sein. Hände wieder abgesetzt, einmal. Jetzt kommt die Ergänzung, die Vashistasana-Variante, Bein hoch in die Baum-Variante und vielleicht nochmal die Fußzehen zum Himmel hoch, dann den Fuß nach vorne geholt, komm auf das vordere Bein, hoch und schließen.